was kann man tun, wenn man Arthrose hat, also zur Darmgesundheit an? Kann man da irgendwie vorbeugen? Natürlich, immer regelmäßig eine Symbioselenkung. Wir sagen immer, du müsstest eigentlich so lange die Symbioselenkung machen, wie du alt bist, wenn du 50 Jahre alt bist, musst du 5 Jahre lang Symbioselenkung machen, damit du wieder zum Ausgang zurückkommst. Die Symbioselenkung, dass wir das da übersetzen können? Die Symbioselenkung ist also, du tust was für den Dünndarm, da haben wir gewisse Stoffe, das schaut man halt einmal vom Konstitutionellen her, was dir gut tut. Dann tut man einen Darmaufbau geben und dann tut man das gleichzeitig auch behandeln mit Herb- und Bitterstoffen, weil der Darmaufbau ohne Herb- und Bitterstoffe keine Wirkweise haben kann, weil die Entzündung schon weitergeht. Das heißt also grundsätzlich sagen die Beta, was wirklich ausschlaggebend ist schon im Ganzen, du musst einmal schauen, dass die Ursache, diese chronische Entzündung, nicht weit im Körper fortschreitet. Das ist schon mal ganz das Wichtigste, weil eben das frisst eben dann die Gelenke. Also einfach mal, dass man stoppen kann. Ganz genau, oder? Ganz genau. Und dann kann ich natürlich auch über das Konstitutionelle eingreifen, indem ich halt sage, okay, für die ist diese Ernährung besser wie eine andere. Mhm. Wir halten nichts davon, dass jetzt jeder allein mal über die Ernährung geht, weil du musst grundsätzlich auch schauen, dass die Entzündung nicht weiter im Körper voranschreitet. Und das kann ich nicht mehr mit der Ernährung machen, da muss ich wirklich den Impuls setzen. Tschüss.